Willkommen zurück zu Planescape Torment. Beim letzten Mal haben wir hier im Bordell mit ein paar Bediensteten geredet, so ein ganz kleines bisschen. Und können auch weiterhin noch mit jemandem reden, wie zum Beispiel Dolora, die wir sowieso ansprechen sollen, wegen einer stummen Hure. Diese dunkelhaarige, blasshäutige Frau, ich sehe nicht, dass sie jetzt hier dunkelhaarig ist, hat ein kultiviertes und vornehmes Aussehen. Als sie sich zu dir umdreht, bemerkst du, dass ihre Augen, die du bisher für grau gehalten hattest, die Farbe gebürsteten Stahls haben. Sei gegrüßt. Die Stimme der Frau ist weich, ruhig und vom flachen Tonfall. Sie hat eine gewisse ferne Qualität, als ob sie irgendwie von ihr losgelöst wäre. Sei gegrüßt. Ich heiße Dolora. Kann ich dir irgendwie dienen? Wie kannst du mir denn dienen, Dolora? Sie blinzelt mit den Augen und berührt dann ihre Herzgegend mit der Hand, wobei sie sich leicht verbeugt. Ich kann fundiert über jedes wissenschaftliche oder akademische Thema diskutieren, wenn es dein Wunsch ist. Ich bin außerdem in verschiedenen Strategiespielen sehr geübt. Okay, lass Age of Empires 2 spielen oder Warcraft 3, los! Falls du vielleicht etwas spielen möchtest, auch wenn ich nur wenige solcher Spiele für das Material hier habe. Okay, wie wäre es dann mit einem Spiel? Natürlich. Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das du gern spielen möchtest? Nein, ich erinnere mich eigentlich gar nicht an Spiele. Also gut, dann lass mich dir eins zeigen. Dolora bringt eine dünne, lackierte Schachtel heraus, die sich in ein kleines Brett entfaltet, auf das ein Gitter gezeichnet ist. Der Inhalt der Schachtel stellt sich als eine Anzahl polierter Spielsteine heraus. Die Hälfte ist schwarz, die andere Hälfte ist weiß. Dieses Spiel hat eine ganze Reihe von Namen. Soll ich dir die Regeln erklären? Ja, mach mal. Dolora erklärt die Spielregeln, wie die Spielsteine gezogen werden können und wie man den Gegner schlagen kann. Irgendwie kommt es dir alles ziemlich bekannt vor. Die Regeln sind einfach, nicht wahr? Aber das Spiel selbst ist ganz schön kompliziert. Man braucht ziemlich lange, um es gut zu beherrschen. Sollen wir spielen? Ja, ist okay. Obwohl du dir sicher bist, dass du dieses Spiel schon einmal gespielt hast, schlägt Dolora dich mit Leichtigkeit. Sie lächelt aber nicht und freut sich auch nicht hämisch, sondern beginnt einfach nur, das Spiel wegzuräumen. Du scheinst das Spiel ganz gut zu verstehen. Mit der Zeit könntest du sicher besser werden. Bist du immer so gnadenlos? Dolora nickt. Meisterin Grace hat mich angewiesen, mich nicht zurückzuhalten. Denn eine andere ihrer Schülerinnen spielt immer so, dass ihre Gegner geradezu gewinnt. Es war der Wunsch von Meisterin Grace, dass ich eine andere Art von Erfahrung biete. Eine echte Herausforderung. Nicht etwas, das nur dem Ego meines Gegners schmeichelt. Okay, du hast vorhin diskutieren erwähnt. Dolora nickt. Das ist richtig. Ich bin weder ein Lehrbuch noch ein Lehrer. Ich habe kein Verlangen, meine Kunden zu bilden. Solltest du aber ein Thema diskutieren wollen, die 15 Bünde und ihre Auswirkungen auf die Politik von Sigil, die effektivsten Schlachtpläne für einen Krieg in Archeron, die Bedeutung der Existenz selbst, wäre ich wirklich froh, eine Gegenposition zu wählen und mit dir eine Diskussion zu führen. Wähle ein Thema und sieh, ob du sie schlagen kannst. Du unternimmst einen ernsthaften Versuch, aber es ist umsonst. Dolora schmettert jedes deiner Argumente mit Leichtigkeit und ohne Zögern mit ihrer unbeirrbaren Logik. Sie scheint allerdings keine Freude an ihrem Sieg zu haben und bietet dir einfach an: Wenn du möchtest, können wir über dasselbe Thema weiter diskutieren. Ich könnte diesmal deine Position ergreifen, wenn du möchtest. Warte, bist du immer so nachgiebig in einer Diskussion? Dolora nickt. Meisterin Grace hat mir aufgetragen, keine Gnade zu zeigen. Naja. Verstehe, ich habe ein paar Fragen an dich. Dolora blickt mit einem Geräusch zu Boden, das ein trauriger Seufzer sein könnte. Ich bin willig, dir als Kunden zu dienen, aber im Moment habe ich dir keinen Wunsch, deine Fragen zu beantworten. Tut mir leid, doch ich fürchte, dass du dich damit für den Augenblick einfach abfinden musst. Was ist los? Kann ich dir irgendwie helfen? Auf den neuesten Stand gebracht. Sie sieht vom Boden auf und in deine Augen. Wieder fallen dir ihre blasse, glatte Haut und die kalten Tiefen ihrer silbernen Augen auf. Nein, nein, ich fürchte, das kannst du nicht. Mein Kummer ist ein Problem des Herzens. Mit der Zeit, denke ich, wird sich alles zum Guten wenden. Okay, bist du sicher, dass ich nichts für dich tun kann? Sicher? Dolora hält inne, als ob sie nachdenkt.
Nein, das bin ich nicht. Meine erste Liebe, Frohmann, besitzt noch immer die Schlüssel zu meinem Herzen. Solange er sie hat, bin ich nicht frei. Einen anderen zu lieben, das ist der Grund für meine Melancholie. Warum suchst du ihn nicht und redest mit ihm? Dolora schüttelt den Kopf. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Die Gründe dafür sind ausgesprochen persönlicher Natur, die ich nicht mit Fremden teilen möchte. Selbst nicht mit jemandem, der es vielleicht gut mit mir meint. Es sei lediglich gesagt, dass ich Frohmann nicht selbst suchen kann. Dann finde ich Frohmann und spreche für dich mit ihm. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dolora nickt und eine ganz leichte Spur eines Lächelns erscheint auf ihren Lippen. Sie beugt ihren Kopf. Wenn du Frohmann finden und mit ihm sprechen könntest, wäre ich dir ausgesprochen dankbar. Er ist ein Mitglied der Gesellschaft der Empfindung, also kannst du ihn in der städtischen Festhalle nach ihm fragen. Okay. Frohmann. Okay. Subjekt gesichtet. Ja, ganz viele Subjekte habt ihr gesichtet. Ganz toll. So. Also wir haben ja noch ein paar Räumlichkeiten. Ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt hier nichts. Es heißt Ceres. Ah ja. Diese erschreckend sinnliche Frau hat eine dicke Mähne, welliger, kohlrabenschwarze Haare. Nee, dieses Rot. Eine bläuliche und purpurrot schimmernde Augen wie Rubine, hinter denen ein Feuer entzündet wurde. Sie ist zwar nicht schön im herkömmlichen Sinne, doch ihre Gesichtszüge sind exotisch und insgesamt nicht unattraktiv. Sei grüßt. Die Stimme der Frau ist tief und sinnlich. Und seid ihr ebenfalls gegrüßt, mein Herr? Ihr brennenden Augen streifen über dich. Ich bin Kesai Ceres. Also sagt mir, was kann ich für euch tun, hm? Alles! Schreit Morte. Tu alles, was du willst mit mir! Kesai lacht herzlich. Wobei sie Eckzähne zeigt, die lang genug sind, um Reißzähne genannt zu werden. Sie schüttelt ihren Kopf und lächelt Morte an. Aber jetzt im Ernst, bitte, was kann ich für euch tun? Ja, was tust du denn so in der Regel für Kunden? Reden natürlich. In der Regel über Träume, oft über solche erotischen Natur. Aber nicht immer. Kesai blinzelt dir zu und lächelt. Also, würdest du mir gern deine erzählen? Sei nicht schüchtern, ich habe schon alles gehört, weißt du? Mich kann nichts mehr schockieren oder überraschen. Und ich liebe es so, die Träume anderer zu hören. Wir können unsere Träume ja austauschen, wenn du magst. Aber du musst anfangen. Meine Träume sind vor kurzem überarbeitet worden, als ich euch gesehen habe, meine Dame. okay, machen wir. Ach, tatsächlich? Kesai lächelt und ihre blitzenden roten Augen streifen nochmals über deinen Körper. Du siehst ganz schön wild aus, weißt du? Sag mir, bist du grob mit deinem Geliebten? Beim Akt, meine ich. Sehr physisch? Meinst du, ob ich sie misshandle? Das hängt eigentlich von meiner Stimmung ab. Kesai nickt lächelnd. Ich hab mir schon gedacht, dass du das sagst. Ich bin selbst ziemlich grob. Ich mag es, mich gehen zu lassen und besonders gern beiße ich. Ich habe allerdings scharfe Zähne, sodass ich vorsichtig sein muss. Manchmal lasse ich mich gehen und beiße meinen Partner blutig, weißt du? Aha. Da ist doch zum Heulen. Wo war diese Schnecke, als ich noch einen Körper hatte? Ist wahrscheinlich in den Außenländern unterwegs, aber das war doch eine rhetorische Frage, nicht wahr? Die blinzelt Morte zu und wendet sich dann dir zu. Du hast scharfe Zähne. Kesai nickt. Mhm. Aber gewiss habe ich die. Würdest du mal sehen? Hier. Sie öffnet ihren Mund und ein wenig fährt mit ihrer violetten Zunge über ihre unteren Zähne. Ihre Eckzähne sind lang genug, um als Reißzähne bezeichnet zu werden. Ja, gut, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass mir Beißen was ausmachen würde. Kesai lacht. Ich bezweifle ohnehin, dass ich durch dein dickes Fell kommen würde. Hast du noch viel Gefühl in deiner Haut? Nein. Die Namen sind sehr dick. Oh, das ist eine Schande. Du hast aber auch eine Menge Narben. Kesai sieht sich dein Gesicht genauer an. Sogar auf den Lippen und auf den Augenlidern, sag mal. Hast du überall Narben? Du weißt schon, überall? Nein, nicht wirklich. Es gibt Teile von mir, die es irgendwo geschafft haben, sich aus der Schusslinie zu halten. Na, dann ist ja gut.
Kessai lacht fröhlich, setzt dann einen scherzhaften und ernsten Blick auf und stemmt die Hände in die Hüften. Weißt du, du hast mir immer noch nicht von deinen Träumen erzählt. Komm schon raus damit. Ich habe eigentlich keine Träume. Kessai zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Wirklich? Wie traurig. Selbst Scheusale und Devas träumen, weißt du? Bist du sicher, dass du nicht träumst? Ganz sicher, überhaupt keine Träume. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Tja, so viel zum Thema, sie kann gut reden. Okay, ich habe da ein paar Fragen. Ich bin auf der Suche nach Vivians Duft. Weißt du, wo er sein könnte? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Nein. Kessai runzelt die Stirn. Die meisten Frauen werden sagen, dass sie zickig ist. Aber zu mir war sie immer ganz nett. Hat mir Komplimente wegen meiner Augen gemacht. Sie riecht so gut. Ich hoffe, sie findet ihren eigenen Duft bald wieder. Fragt Nanny mal danach. Sie ist überall zugleich und könnte etwas gesehen haben. Du hast sehr schöne Augen, weißt du. Tja. Anna schnaubt verächtlich und verdreht die Augen. Idiot. Ärger dich nicht, Anna. Du bist genauso schön. Und was soll das jetzt wieder heißen, du nervender Dummkopf? Hast du einfach geglaubt, ich sei eifersüchtig auf diese Plaudertasche? Du bist doch wirklich saudumm. Anna spuckt und sieht weg. Oh. Kessai Ceres zuckt die Schulter und sieht wieder zu dir. Oh, danke. Du kannst sie im Dunkeln glühen sehen, weißt du? Wie Zara, nicht wahr? Sie hält inne, um dich anzusehen. Du hast auch nette Augen. So dunkel und geheimnisvoll. So voller Charakter. Danke, ich habe noch Fragen. Nee. Habe ich nicht. Habe ich geirrt. So, und du bist... Bitte was? Raus mit dir, bevor ich dir die Tür setze. Was? Kimaxi Natanzunge. Dieses wild reinblickende Tiefling-Mädchen begegnet deinem Blick mit wütendem, finsterem Blick. Ihr tätowierter Körper ist praktisch nackt. Er wird nur von einem Lederriemen, einem schwarzen BH aus Stoff- und Rüstungsschulterpolstern bedeckt, die offensichtlich eher zur Dekoration als zum Schutz dienen. Hallo? Das ist Level 90 Rüstung! Ihr stacheliges Haar ist ebenso wie das dünne Fell, das ihre ziegenartigen Beine bedeckt, von einem messingartigen Weiß. Okay. Zahlreiche Silberringe baumeln an ihren Ohren, Nasenlöchern, Lippen und Augenbrauen. Sie trägt ein Lederhalsband mit der Inschrift Kimaxi Natanzunge um ihren Hals. Hallo. Kimaxi zeigt ihr ihre Zähne. Und was genau siehst du dir jetzt an, du verprügelter Schlucker? Mein Freund dachte, du seist attraktiv, aber wow, da hat er sich ja wohl schrecklich geirrt. Sie lächelt Morte höhnisch an und sieht dann zu ihm hinunter, zu ihm runter dahin, wo normalerweise ein Körper wäre. Scharfe Zunge für ziellosen Totenbüchler. Es reicht dir zwei. Klar, Meister, wie du willst. Was für eine Hexe, was? Ich mag das. Ich bin sicher, dass du es tust, Mutter, aber ich muss mit dir sprechen. Die Tieflingfrau verdreht die Augen. Und was bringt dich auf den Gedanken, dass mich das etwas kümmert? Warum leckst du nicht meinen Hintern? Meine Zunge ist nicht breit genug. Und ich habe nicht gern Haare in meinem Mund. Tja, du scheinst ja den Geschmack von Abfall in deinem Mund zu mögen, du mistatmender Idiot. Nur weil es so wäre, wie dich zu küssen, du räudiger Stinkkopf. Mich küssen? Sie macht ein würgendes Geräusch. Ich würde ja lieber eine Masse blutigen Schleims küssen, als dich mit meinen Lippen zu berühren. Nein, danke. Dank nicht mir, dank dem Mächten, dass jemand dich tatsächlich küssen möchte. Kimaxi sieht so aus, als ob sie nicht weiß, was sie sagen soll. Ein Augenblick lang droht ein Lächeln, die grimassenschneidende Maske ihres Gesichts aufzubrechen. Doch dann wird sie noch mehr zum Basilisk als je zuvor. Also gut, was willst du von mir? Antwort auf meine Fragen. Sie sieht verärgert aus. Gut, ist in Ordnung, frag. Wer bist du? Mein Name? Uninteressiert. Aber ich kann mir deinen denken. Narben pack raus hier, bevor ich dir Feuer unter den Hintern mache. Dann nehme ich mal... nein. Dann heißt es ja wohl. Ich habe noch eine andere Frage.
Was machst du hier? Nichts für dich, so viel ist sicher. Sie grinst dich an. Ich denke über den besten Weg nach, dir gleich zu sagen, dass du abhauen sollst. Okay. Sag mal, kannst du Morte beibringen, noch ausfallender zu sein? Sie zieht deine Augenbraue hoch. Ja, das ist wirklich eine ungewöhnliche Bitte. Ich weiß ja nicht, dass sie da... Das da kommt mir schon ziemlich großmäulig vor. Ja, das heißt, er kommt mir schon ziemlich großmäulig vor. Das heißt, er kommt mir schon... Flatterhattung. Du zottelige, rammelbeinige Hure. Du wünschtest doch, du hättest Beine wie ich. Doch du armseliger Wicht von einer Knochenschüssel. Ich kann gehen, rennen, tanzen. Was kannst du schon tun? Rumhüpfen und wünschen, dass du Beine hättest? Ob sie nun die einer Ziege oder andere wären? Die beiden setzen sich gegenseitig zu, tauschen stachelige, mörderische Beleidigungen aus und stoßen mit messerscharfen Zungen aufeinander. Warte, dass es aufhört. Schließlich hören sie mit der Zankerei auf und eine unheimliche Stille senkt sich über sie, während sie sich gegenseitig hasserfüllt ansehen. Schließlich macht die Tieflingfrau Morte gegenüber eine unwillige, anerkennende Bemerkung. Du bist wirklich nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Was hältst du vielleicht? Morte blinzelt sie mit den Augenbrauen an. Hä? Hä? Kimaxi verengt ihre Augen und sieht Morte an. Treib's bloß nicht so weit, du Totenschädel! Neue Spottgeschütze, oh Mann! Werde ich nicht tun, Tiefling. Ich gebe aber zu, dass ich vielleicht ein oder zwei Dinge gelernt habe. Guter Einfall, Meister. Klar, Morte. Müssen auch mal, ne, Beleidigung halt mehr verwenden, theoretisch. Okay, Kimaxi wendet sich dir zu. Also war das alles, was du wolltest? Ich verbringe nicht noch mehr Zeit in deiner Nähe, als ich unbedingt muss. Ich hab dann noch mehr Fragen. Ich bin auf der Suche nach Vivians Dub. Weißt du, wo er sein könnte? Versuch's mal mit der Gosse im Stock. Aber vielleicht ist da einfach nur ein ähnliches Aroma. Mal im Ernst, Marissa hat ihn gestohlen. Marissa? Ich hab sie noch nicht kennengelernt. Bist du dir ganz sicher? Nein, aber ich hoffe, du stürmst jetzt in ihr Zimmer und verärgerst sie genug, dass sie dir was Schreckliches antut. Okay. Okay. Ach, vergiss es. Leb wohl. Gut. Nette Leute hier, nette Leute. Hier haben wir irgendwie eine Kiste. Ich guck mal. Da ist auch gar nichts drin. Das ist toll. Solche Kisten mag ich. Ihr Bild ist abgeschlossen. 46 Geld. Und ein Taschentuch. Ich brauche jetzt kein Taschentuch. Das Geld nehme ich mit. Geld kann man immer brauchen. Oh, hier ist noch mehr Geld. Hat irgendwer liegen gelassen. Sehr schade. So, was haben wir hier? Das ist die Marissa, ja? Okay. Du schießt auf die Figur hinter der Trennwand und kannst im Dunkeln gerade eben eine wohlgeformte weibliche Figur ausmachen. Sie dreht sich zu dir um, aber du kannst ihr Gesicht überhaupt nicht sehen. Sei gegrüßt. Die Figur antwortet in einer Stimme, die langsam und tödlich ist, wie ein Stahl durch, der über Stein gezogen wird. Ja, bist wohl gekommen, um mit Marissa zu sprechen, was? Ganz schön unverschämt von dir, einen verdunkelten Raum zu betreten und hier so hinter meine Trennwand zu stürmen. Unverschämt und tollkühn. Du kannst ein leises, flüsterndes Geräusch hören, wie ein leichter Windhauch oder das Zischen von Schlangen. Morte flüstert leise. Wow, unheimliche Braut. Ich entschuldige mich, meine Dame, ich war mir nicht sicher, ob hier jemand drin ist. Die Frau räuspert sich abfällig. Aber es scheint so, als ob jemand in diesem Raum ist, nicht wahr? Also gehst du jetzt endlich? Noch nicht, ich hätte ein paar Fragen. Frag. Warum bleibst du in dieser Trennwand? Ist es dein Wunsch, dass ich hinter der Trennwand hervortrete, in ein Flickenlicht und von Angesicht zu Angesicht mit dir spreche? Marissa lacht und es gibt ein Geräusch von Schuppen, die über Schuppen gleiten. Nein, das glaube ich nicht. Die Dunkelheit steht mir und zweifellos steht sie auch dir. Warum ist es hier so dunkel drin?
um irgendwelche unerwünschten und peinlichen Vorfälle zu vermeiden. Und was willst du jetzt? Möchtest du ins Licht kommst? Nein, ich würde es selbst dann nicht tun, wenn du mich darum bitten würdest. Also, was willst du denn jetzt? Sicher bist du nicht den ganzen Weg gekommen, um mich zu sehen. Ich möchte aber sehen, wie du aussiehst. Du hast keinen solchen Wunsch. Oh doch. Wie siehst du denn aus? Die Dunkelheit verbirgt uns beide. Wollen wir ein Spiel daraus machen? Ich habe schreckliche Langeweile. Lass mich raten, bist du ein männlicher Mensch? Ja. Bist du am Hals verwundet? Ja. Beschreib dich für mich. Ein groß, muskulös und schrecklich vernarbt. Wirklich? Sie hält einen Augenblick lang inne. Wie bist du an so schrecklich viele Namen gekommen? Warte, vergiss es. Ich möchte es gar nicht wissen. Nun, jetzt beschreib dich für mich. Marissa beschreibt sich als kurvenreiche, blasshäutige, schöne Frau mit einer Schlangenzunge. Haaren aus sich windenden Nattern und glühenden Augen, von denen du annimmst, dass sie sich geschlossen halten muss. Bist du ein Scheusal? Ich hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Marissa lacht leise und der Klang wird von einem leichten Zischen begleitet. Nein, wohl kaum. Obwohl ich über Kräfte verfüge, die manche scheuselhaft nennen könnten. Beim Blick beispielsweise verwandelt lebende Dinge in Stein. So werden durch einen einzigen Wimpernschlag Wesen aus Fleisch und Blut zu Statuen. Ah, eine Medusa. Lebende Dinge in Stein, könntest du, sagen wir mal, ein Limlim in eine Statue verwandeln? Das muss auch manchmal ziemlich unpraktisch sein. Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Findest du? Das muss der Grund sein, weshalb ich hier allein im Dunkeln sitze und mich hinter einer Trennwand verstecke. Obwohl du Marissa nicht sehen kannst, bist du sicher, dass sie höhnisch lächelt. Plötzlich seufzt sie. Wenn ich nur wüsste, wo mein Purpurschleier hin ist, hast du ihn zufällig gesehen? Nein, wozu ist er gut? Ist das einfach nur ein normaler Schleier? Marissa seufzt leise. Nein, nicht ganz. Er ist mir bei der Kommunikation behilflich. Bei der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, meine ich. Man muss ihn in dein Gesicht verschenken, ist ja wohl klar. Okay. Geh das trotzdem nochmal durch. Genug von den idiotischen Fragen. Wie schrecklich langweilig du doch bist. Also, was willst du? Könntest du, sagen wir mal, eine Limlim-Statue verwandeln? Ich nehme an, das könnte ich, wenn du ein Limlim hättest und ich dazu in der Laune wäre. Und ich könnte in der Laune dazu sein, wenn ich meinen Purpurschleier hätte. Okay. Was kannst du mir die stumme Hure erzählen? Ja, Echo. Ich kannte auch einmal eine Echo, aber ihr Name schrieb sich anders. Aber von diesem Mädchen weiß ich nichts. Fragte Laura nach ihr. Sie hat sich einem ehemaligen Geliebten von Echo angefreundet, wie ich gehört habe. Okay. Was weißt du über Ravel Rätselschön? Nein, du? Du hörst ein ärgerliches Seufzen aus der Dunkelheit. Frag Yves, sie sammelt Geschichten und kann dir wahrscheinlich etwas Brauchbares erzählen. Okay. Dann schauen wir mal, ob sie ihren Purpurschleier hier irgendwo drin hat. Ah, 12 Geld. Okay. Ist auch noch was? Aber ist auch nichts. Okay. Also ich brauche erstmal einen Purpurschleier, bevor sie irgendwas anderes tun kann, dann später mal. Okay. Eine geheime Wand. Wo sind wir denn hier? Ein Bordellhausmeister. Der etwas verwirrt wirkende Mann nickte zu, als du dich näherst. Seid gegrüßt, mein Herr. Dürfte ich fragen, wie ihr hier reingelangt seid? Ich bin die Treppe runtergegangen. Durch die merkwürdige Tür, auf die ich gestoßen bin. Dann muss ich sie am besten ein bisschen besser verstecken. Er zuckt mit den Achseln und lächelt dich an. Ich bin übrigens der Hausmeister des Bordells. Ihr dürftet euch eigentlich nicht hier unten aufhalten, aber es ist schon in Ordnung, wenn ich euch ein bisschen umseht. Okay. Ich hab noch ein paar Fragen. Er lächelt nervös. Ich sollte wirklich nicht hier unterlassen, geschweige denn hier mit euch plaudern. Bitte jetzt keine Fragen. Was ist das für ein Ort? Wenigstens das. Hier werden die Sinnessteine der Damen aufbewahrt. Die verwenden sie als eine Art Tagebuch. Ihr könnt sie nicht nutzen, wenn ihr daran gedacht haben solltet. Jeder der Steine ist auf eine bestimmte Schülerin des Bordells abgestimmt, sodass nur sie auf den Stein zugreifen kann. Okay. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Okay. Schon gut.
Okay. Dieser lichtdurchlässige indigoblaue Stein, der von einem feinen Netz gravierter Silberbänder umsponnen wird, posiert mit einem tiefen blauen Licht. In dem Boden ist das Wort Juliette eingraviert. Okay. Hier eventuell das von der Medusa. Ne, das ist Vivian. Okay, also ist nicht unbedingt an den Positionen, wo theoretisch dann auch die Räumlichkeiten sind. Okay. Ja, mit denen kann ich halt nichts tun. Nicht schlimm. Ich glaube, die haben für irgendeine Nebenquest noch eine andere Bedeutung. Schauen, ob hier irgendwo eine Auffälligkeit ist bei irgendeinem. Aber mal schauen. Ja, Kimaskzin. Natternzunge, ganz tolle Braut, ui toll. Das ist das von Yves. Normale. Okay. Dann lass mal wieder hochgehen. Schon gut. So, hier haben wir jede Menge abgeschlossenes Zeug. Können wir alles mal aufmachen, ne? Alle haben das Ding eingetreten. Alle. Ein Goldohrring. Okay. Silberarmband, Taschentuch und Goldohrring. Okay. Also nichts von unglaublicher Bedeutsamkeit. Hier ist noch mehr Zeug. Das ist Echo. Okay. 102 Kupfermünzen. Okay. Wo ist jetzt hier Echo? Da ist Echo. Die Haut dieser bemerkenswerten Frau hat die Farbe von glänzendem Kupfer. Ein durchschneidendes weißes Kleid, das gerade so von zwei goldenen Spangen gehalten wird, ist sorgfältig um ihre wohlgeformte Figur gehüllt. Sei gegrüßt. Die Frau nickt und lächelt flüchtig. Der Duft ihres Haares ist verführerisch, parfümiert. Was? Der Duft ihres Haares, das verführerisch parfümiert ist, steigt in die Nase. Ich habe ein paar Fragen. Sie nickt. Heißt du Echo? Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sie nickt und lächelt freundlich. Okay, ich hatte ein paar andere Fragen. Darf ich fragen, warum du nichts sagen kannst? Sie seufzt ganz leicht und nickt. Schweigst du, weil dein Herz gebrochen ist? Sie lächelt freundlich und schüttelt in den Kopf. Darf ich fragen, ob es etwas anderes war? Kennst du das Wort, welches das Multiversum auflöst, wenn es ausgesprochen wird? Sie reißt ihre Augen vor Überraschung weit auf, strahlt dich an, rollt mit den Augen und schüttelt den Kopf. Okay. Kannst du mir etwas über diesen Ort erzählen? Sie sieht dich an und zieht dann eine Augenbraue nach oben. Gut. Was weißt du über Ravel Rätselschön? Ihr Augen blitzen auf und sie lächelt und sie nickt dir zu. Was weißt du von ihr? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sie sieht dich einfach nur an. Darf ich fragen, warum du nichts sagen kannst? Möchte ich was anderes fragen? Versuche, Vivians Duft zu finden. Weißt du, wo er sein könnte? Sie schüttelt den Kopf, zieht die Schultern hoch und sieht dich bedauernd an. Okay. Ich versuche, Marissas Purpurschleier zu finden. Weißt du, wo er sein könnte? Sie schüttelt den Kopf, zieht die Schultern hoch und sieht dich bedauernd an. Okay. Wir können mal eben die anderen hier schon mal fragen, ob die halt wissen, wo der Purpurschleier sein könnte. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit sie ihn das letzte Mal getragen hat. Aber Nanny könnte etwas gesehen haben, also frag sie mal.
Ich gebe zu, dass es schön war, ohne ihren Schleier verlässt Marissa ihre Kammer nicht. Und so sind wir alle von ihrer bösen Zunge verschont geblieben. Wir haben nur noch mit Kimaxi zu tun gehabt. Kesai lächelt schief. Aber diese Kimaxi ist das Schlimmere von beiden. Okay, wie das? Marissa ist hochmütig und gemein. Aber Kimaxi, sie ist ein bitteres, böses Monster mit einer giftigen Zunge und dem Betragen eines Balors. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand gern mit ihr sprechen sollte. Ich bezweifle wirklich, dass ihr Aussehen ihr loses und giftiges Mundwerk wettmacht. Aber sie empfängt nichtsdestotrotz Kunden. Okay. Okay. Kann Dolora mir etwas erzählen über... Nein, ich habe ihn noch nicht gefunden. Nein, ich kann keine Frage fragen. Okay. So, Eves. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich suche Vivians Duft. Ich schüttel den Kopf, sprich mit Nanny. Okay, ich habe noch andere Fragen. Den Purpurschleier. Eve schüttelt den Kopf. Aber die Geschichte von Marissa ist wirklich interessant. Möchtest du sie hören? Ja, schieß los. Vor langer Zeit, in einer Welt der Helden und einer Zeit kindischer Götter, gab es einmal drei Schwestern. Sie trugen den Fluch eines grauenhaften Aussehens und wurden von den Leuten des Landes für Dämonen gehalten und für immer gemieden. Eine vermisste ihre Schwestern schrecklich und doch ließ sie diese Welt ohne Scham hinter sich und tauschte die Kleinigkeit eines Pantheons gegen die Kleinigkeit ihrer selbst aus. Okay. Nimm. Mehr habe ich nicht. Was ist mit Kimaxi? Kennt sie vielleicht den Ort von dem roten Schleier? Purpurschleier? Sie grinst. Vielleicht in deinem Hintern? Himmel, ich weiß es nicht. Kimaxi streicht sich die Haare zurück, die sich aber sofort wieder in einen stacheligen Durcheinander aufrichten. Also, sie wissen nichts. Wenn man nichts weiß, macht das auch nichts. Nun gut, dann haben wir auch noch ein paar Räumlichkeiten, die wir hier aufsuchen können, aber das machen wir dann auch erst in der nächsten Folge von Planescape Torment. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.